Hey, wir sind Great Television. Mein Name ist Julius und ich spiele Gitarre und Klavier. Ja, und ich bin Mirko und spiele Bass. Ich bin David und singe und spiele Gitarre. Und ich bin Ben und spiele nur Gitarre. Max am Schlagzeug. Wenn wir jetzt positive, fröhliche Regenbogen-Popmusik machen würden, dann nennen wir vielleicht Pink Bicycle. Und ich denke, in dem Sinneskontext könnte man sich erklären, warum wir Great Television heißt. Hen, tun. Prinzipiell ist es ein bisschen, ist der Schaffensprozess bei uns ein bisschen komplizierter. Es wäre vielleicht schön, wenn ab und zu mal irgendjemand ankommen würde und sagen, hey, ich habe die perfekte Idee für den perfekten Song. Und man müsste sich nur noch ransetzen und das Ding arrangieren, aber so läuft das bei uns überhaupt nicht. So, das wird so Stück für Stück, Schnipsel für Schnipsel, fügt man einen Song nach und nach zusammen. Und da gibt es eine kleine Idee am Anfang und daraus entwickelt sich dann im Gesamten mit jedem, der was dazu einbringt, ein Song irgendwann.
so dass das Kollektiv funktioniert eben. Dass das eben nicht so ist, dass irgendjemand hier der Typ ist und die anderen kriegen die Sachen diktiert, sondern dass das immer sich so weiterentwickelt. Einer bringt eine Idee und es wird eben Schnipsel vor Schnipsel weitergemacht. Und das ist auch so, dass auch so unter den Instrumenten untereinander da so ein Austausch halt ist. Und dann manchmal könnte der und der das machen. Also das verschließt sich alles ineinander mit uns Fünfen beim Songwriting. Und außer natürlich die Texte, das ist jetzt primär Monsieur Bolls Aufgabe. Also ich schreibe die Texte. Er schreibt die Texte. Ja, beim Fragments. Song Fragments, das war eigentlich so, wir hatten eigentlich diesen Song eben den Anfang so, die erste Hälfte hatten wir eigentlich so fertig und haben danach eigentlich schon mal 3 bis 4 Minuten lang Part gemacht, in dem sich der Song eben immer weiter aufbaut und steigert und dann sich fast schon ja, leicht poppig entlädt, sag ich jetzt mal, auch mit einem funky Zwischenteil und alles. Und irgendwie war das so, dass aber die vor der ersten und der zweite Teil komplett nicht zueinander gepasst haben. Und dann kam Max irgendwann auf die Idee und hat gesagt, lass uns den zweiten Teil komplett wegschmeißen. Und dann haben wir zum ersten Mal, glaube ich, richtig angefangen, bist du vorbeigekommen und hat so mit Apple ein bisschen was programmiert, halt ein paar elektronische Sounds dazu gemacht. Und das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Das sollte so ein bisschen in die Richtung gehen wie Everything's in the Right Place von Radiohead. Halt so ein auslaufender Song, die Live-Version. Und ja, daher ist ja auch gewissermaßen so ähnlich, ist ja auch die Sache mit dem Chaospad und dieser Stimmmodulation, die dann so ein bisschen so eine abstrakte Schiene reinbringt. Also es war ganz, ganz, ganz anders. Es wären 7 Minuten Pop-Monster gewesen und wir haben es irgendwann geschnitten. Hat er gesagt, ja, wir schnippen das jetzt ab und haben das dann nochmal neu gemacht. Wir haben so ein bisschen so 2 Stile gegeneinander ausgespielt, haben das irgendwie so versucht und damit experimentiert. Aber irgendwo hat uns das immer bitter aufgestoßen, so, dass wir am Ende vom Song irgendwo nicht so genau wussten, finden wir das jetzt cool, finden wir das nicht cool. Wollen wir das so oder wollen wir das nicht so? Und wir sind unterm Strich haben wir es dann ad acta gelegt, wie wir es hatten, und haben uns dann für einen anderen Weg entschieden und sind damit dann sehr viel zufriedener gewesen. Also ich glaube, Höhepunkt von dem, was wir bis jetzt gemacht haben, beziehungsweise mit den Bands, die wir gespielt haben, war Folds auf jeden Fall. Mhm. Mit denen haben wir 2 Gigs gespielt, einmal in Hamburg und in Köln. Und ja, das war so das größte Erlebnis. Also Übel und Gefährlich haben wir gespielt. Und das vor ausverkauftem Haus, ich glaube 1100 Leute waren das. Das war schon recht komisch, vor so vielen Leuten, also erstmal zu spielen. So. Das war halt auch wahnsinnig cool. Wir haben uns sehr gut mit den Jungs von Folds verstanden. Das war so eine locker flockige Atmosphäre dann auch nach den Konzerten mit denen zusammen. Und das hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und halt auch, wie sie so mit uns umgegangen sind und dass so Janis noch zu uns hingekommen ist und uns noch Tipps gegeben hat und irgendwie so in uns das Potenzial gesehen hat und da so immer so ein bisschen so Anstöße gegeben hat. Das war sehr anregend und sehr cool. Obwohl objektives Feedback halt. Ja, es war echt super. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Was hat man dann noch? Dann haben wir mit Disney Puritans. Ja, Disney das ist aber schon so lange her. Das ist okay. Noch vor Folds gewesen. Ja, ich muss jetzt eigentlich aus jüngster Vergangenheit fand ich die Friendly Fires Sache eigentlich auch echt cool, weil es halt auch das erste größere Support-Ding, was wir in der aktuellen Besetzung gespielt haben. Das war für uns wir haben halt nach dieser Folds-Sache haben wir extrem viel, wir haben viel gearbeitet, die Besetzung hat sich geändert, die Musik an sich hat sich verändert und es war... Das war dann einfach cool, dieses Ergebnis nach so viel Arbeit und nach so viel Einarbeiten von neuen Musikern, dann einfach mal mit jemandem zusammen, mit Friendly Fires auf einer großen Bühne im Postbahnhof auf die Bühne zu bringen. Das war auch nochmal eine sehr nennenswerte Erfahrung. Mhm. Auch wenn wir nur die halbe Bühne hatten. Auch wenn wir nur die halbe Bühne hatten, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Also prinzipiell ist es ja die erste Tour, die wir fahren, also mit mehreren Konzerten. Also, ja, mit mehreren Konzerten und das halt außerhalb von Deutschland. Und ich glaube, das ist so eine Sache, nach dem jeder halt strebt, auch an anderen Orten zu spielen. Also nicht nur in den Kreis, also sowas wie Berlin, Hamburg, sondern halt auch mal rauszukommen, also nicht nur in Deutschland zu spielen. Und ich glaube, das ist schon eine recht schöne Erfahrung, auf die wir uns sehr freuen. Und Live spielen ist geil. Und wenn man es woanders tut, ist es umso geiler. Und aber also Geld verdienen ist da jetzt ist nett, aber ist da jetzt noch nicht so. Also wenn man das so sagen kann, wir müssen gucken, wie wir uns die ganze Sache refinanzieren. Also man muss sich, glaube ich, erstmal seine Sporen verdienen. Ja. Darauf arbeiten wir ja hin. Also als allernächstes spielen wir in Potsdam im Waschhaus am 12.07. auf dem Ruby's Tuesday
und danach erst wieder im Oktober am 14.10. in der Insel mit Love Below zusammen auf der Kultmucke-Party. Kultig klingt halt immer ein bisschen, kultig ist so was, was früher ist, aber was, was trotzdem noch total geil ist. Wie sowas, was du permanent hören kannst vielleicht. Irgendwas, was so trashig ist, also eigentlich wie Trash und Kult ist eigentlich relativ ähnlich so. Kultig ist halt irgendwas, was man nicht mehr, was irgendwie ironisch gebrochen wird, was man aber trotzdem noch cool findet. Dann, oder Star Wars. Star Wars sitzt auch nicht da und sagst, irgendwann rennt der Haarige und fliegt dann mit den Leuten durchs All und Laserschwerter und so ein Bullshit. Aber du findest es halt trotzdem gut, obwohl du, also du kannst reflektieren, dass es halt Bullshit ist, aber du findest es halt trotzdem gut, weil es über eine gewisse Qualität hat, die irgendwie von, aus der Trivialkunst kommt. Nicht aus der, also können wir, das jetzt, können wir das jetzt runterbrechen auf Musik, dass wir den Star Wars James John Williams Soundtrack Kult finden und selbstverständlich den Pulp Fiction Soundtrack. Naja, also kultige Musik ist halt auch sowas. Man, da gibt ja Leute, die fahren auf Eurotrends oder sowas halt ab. Aber die sitzen ja nicht da und sagen, ich finde die Musik ernsthaft gut, sondern die sagen halt, ist halt Schrott, aber ich finde es trotzdem gut. Die geben halt der Musik auf einer anderen Ebene eine Qualität, als wenn jetzt irgendjemand sagt, Metallica mit vollem Herzen. So, das wird ja irgendwie ironisch gebrochen, wenn es kultig ist, oder? Nicht? Ja, oder so Wolle Petri oder so, das ist auch irgendwie cool. Da gibt es auch Leute, die würden sich das doch normal nicht anhören, wenn sie drei Dinger tun.